In einem dramatischen Wettlauf mit der Zeit rasen Jan Tenner und seine Freunde mit dem Silbervogel durch das Weltall auf der Suche nach dem Planeten der 1000 Wunder. Dort soll sich der Stein der Macht befinden, mit dem allein sie die Erde vor der Zerstörung durch die Leonen retten können. Von Außerirdischen weiß Jan Tenner, dass der gesuchte Planet eine von drei Sonnen im Universum umkreist. Aber auch der wahnsinnige Professor Zweistein ist auf der Jagd nach dem Stein der Macht. Als der Silbervogel schließlich landet, geraten Jan Tenner, Laura, Professor Futura und General Forbet in die grüne Hölle. Hier ist Oberst. Da meldet sich Oberst Morris von der Erde. Er ist wieder kaum zu verstehen. Verdammt, warum bekommen wir nur keinen sauberen Empfang? Das ist doch bei der Riesenentfernung zur Erde kein Wunder, General. Aber sehen Sie, wir haben gleich die Sonne erreicht, um die vielleicht der Planet der 1000 Wunder kreist. Wir müssen jetzt die Augen offen halten. Ja, denn wahrscheinlich ist Zweistein schon längst dort und hat sich eine nette Überraschung zu unserem Empfang einfallen lassen. Hier ist Oberst Morris. General Forbes, hören Sie mich? Ich höre Sie, Morris. Er kann Sie doch nicht empfangen, General. Der Funkkontakt mit der Erde ist nur einseitig. Wenn wir versuchen würden, zurückzufunken, wüssten die Leonen sofort, wo wir sind und was wir vorhaben. Das weiß ich auch, aber ich fühle mich so verdammt hilflos. Dies ist wahrscheinlich der letzte Funkspruch, den wir senden können. Die Leonen haben Waffenstationen auf die Erde gerichtet. Sie entziehen uns Energie. Alle Prozesse zur Energieerzeugung sind lahmgelegt. Verdammt, Nemo, bekommst du das wirklich nicht klarer? Leider nicht, General. Die Funkimpulse sind zu schwach. Das Chaos ist ausgebrochen. Wir haben keine Energie mehr. Nur noch Notsysteme. Raumschiffe. So viele Raumschiffe. Bestimmt Kampfraumschiffe der Leonen. In wenigen Tagen gehen die Notenergien zur Neige. Dann ist alles dunkel und still. Kein Verkehr mehr. Nichts funktioniert. Raumschiffe landen vor unseren Städten. Ich kann nicht mehr funken. Oberst, ich befehle Ihnen, sich wieder zu melden. Er kann Sie nicht hören. Wann begreifen Sie das endlich? Das war also der letzte Funkspruch, den wir von der Erde erhalten haben. Sie haben keine Energie mehr. Dann ist alles umsonst gewesen. Auch wenn wir den Stein der Macht jetzt finden und mit ihm zur Erde zurückkehren, können wir nichts mehr retten. Vielleicht doch, General. Wie? Ohne Energie fällt die Erde in die Steinzeit zurück. Aber sie wird noch nicht zerschnitten. Die Leonen müssen ihre Pläne, zumindest vorübergehend, geändert haben. Sonst würden sie nicht mit ihren Schiffen landen. Genau, Professor. Sie werden sich ja kaum von ihren eigenen Waffenstationen vernichten lassen. Nun erzählen Sie mir nur nicht, die Leonen hätten plötzlich Gewissensbisse bekommen und würden die Menschen evakuieren, damit sie ihre Teufeleien überleben. Das wohl kaum. Aber wir haben etwas Zeit gewonnen. Und die müssen wir nutzen. Richtig, Jan. Wenn Sie mal schauen wollen. Diese Sonne dort vor uns, die erste der drei, die Lurana uns zeigten, hat nur einen Planeten. Aber es scheint eine Dschungelwelt zu sein. Es ist sowieso der falsche. Die Welt der 1000 Wunder ist verödet und umkreist eine ausgebrannte Sonne. Das sagte uns Satuan, der schon nicht mehr ganz klar im Kopf war, als wir ihn im Geisterschiff fanden. Die Lurana jedenfalls erzählten nichts von einem erloschenen Stern. Das ist richtig. Also müssen wir jeder Spur nachgehen. Aber Satuan sagte auch, dass er einer der letzten Überlebenden des uralten Volkes gewesen sei, das den Stein der Macht schuf. Und er selbst will ihn an einem sicheren Ort versteckt haben. Richtig, Laura. Das war vor mehr als einer Million Jahren. Und in dieser Zeit kann eine Sonne in einen neuen Lebenszyklus eintreten und ein verödeter Planet wieder Leben hervorbringen. Zumindest pflanzliches. Sie meinen, wie diesen Dschungel da unten? Aber es müsste trotzdem Ruinen geben. Hier ist alles überwuchert. Es gibt nicht einmal eine Lichtung, auf der wir landen könnten. Wenn ich dich unterbrechen darf, General. Ich habe eben zwei Lichtungen entdeckt. Wo, Mimo? Zeig sie uns auf dem Bildschirm. Aber gern, Jan. Ich vergrößere den Bildausschnitt. Tatsächlich. Ich sehe sie. Zwei große Lichtungen, nicht weit voneinander entfernt. Und Ruinen. Sie sind von Ruinen übersät. Dann muss das die gesuchte Welt sein. Worauf warten wir noch?
Wir landen! Einverstanden, General. Auf der rechten Lichtung. Hoffen wir nur, dass Zweistein nicht schon dort ist und genau das von uns erwartet. Der Silbervogel landet am Rand der großen Lichtung, mitten zwischen uralten Ruinen. Nach kurzer Vorbereitung steigen Jan Tenner und Laura aus. Beide haben sich von Professor Futura das schon oft bewährte Flugserum injizieren lassen, um schneller das unübersichtliche Gelände erkunden zu können. Hoffentlich handeln wir nicht überstürzt, Jan. Mimo blieb ja kaum Zeit, den Dschungel und die Lichtungen mit Kamerasonden auszukundschaften. Zeit ist genau das, was wir nicht haben, Laura. Denk an die Erde. Lieber nicht. Ich will mir nicht vorstellen, was dort jetzt passiert. Komm, lass uns etwas niedriger fliegen. Aha. Die Gebäude hier sind bis auf die Grundmauern zusammengefallen. Berge von uralten Trümmern. Es ist unheimlich hier. Sieh mal diese riesigen Bäume am Rande der Lichtung. Sie haben alle grüne Stämme. Ihre Äste hängen wie Schlangen, fast bis auf den Boden. Und die Blätter sehen aus wie spitze Pfeile. Hast du erwartet, hier Bäume zu finden, wie sie auf der Erde wachsen? Natürlich nicht. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, sie starren uns an. Aber Laura, Bäume mit Augen gibt es auch hier ganz bestimmt nicht. Hat Mimo dir wieder Gruselgeschichten erzählt? Mach dich bloß nicht über mich lustig. Ist ja schon gut, Laura. Da vorne steht etwas, das sieht aus wie die Reste eines Turmes. Wir landen dort. Hierher. Pass auf! Merkwürdig, dieser Turm. Er steht so nah am Rande des Dschungels, Jan. Und die Äste der Bäume sehen aus, als wollten sie gleich nach uns greifen. Laura! Ich sag ja nichts mehr. Nun sei doch nicht gleich wieder beleidigt. Warte, hier ist eine Öffnung im Turm. Bevor wir hineingehen, will ich noch... Was war das, Jan? Ich weiß nicht. Das war hinter dem Turm. Es klang fast wie... Erinnerst du dich noch an den Angriff der Weltraumpflanzen auf Greyville? Wenn sie mit den Fangarmen schlugen, klang es auch wie Peitschenschläge. Wir gehen vorsichtig um den Turm herum. Da war's wieder. Und hat da nicht jemand geschrien? Ja, komm schnell. Mann, das hörte sich an, als hätte ein Mensch geschrien, in höchster Angst. Wir haben es gleich geschafft. Noch ein paar Schritte. Dann sind wir um den Turm rum. Großer Gott! Da sind Menschen. Zwei halbnackte, grüne Männer, Jan. Und die Bäume greifen sie an. Das ist unfassbar. Die riesigen Bäume ziehen ihre Wurzeln aus dem Boden und laufen darauf rum wie auf Beinen. Wo sie die Erde berühren, bohren sie sich blitzschnell in den Boden. Die beiden Eingeborenen fliehen vor ihnen, aber die peitschenden Äste haben sie gleich erreicht. Sie sind wirklich wie Schlangen. Wir müssen die beiden armen Kerle retten. Komm schnell, wir fliegen zu ihnen. Du nimmst den rechten, ich den linken. Sie sind nur halb so groß wie wir. Wir können sie mit uns durch die Luft tragen. Ja, und wohin? In den Silbervogel natürlich. Schnell, Laura! Die beiden haben uns gesehen. Aber um Himmels Willen, warum bleiben sie stehen? Bestimmt sind sie abergläubisch. Fliegende Menschen kennen sie nicht. Sie halten uns sicher für Götter. Die Bäume, packen sie! Noch nicht. Ich hab den einen. Und ich den anderen. Weg von hier, Jan. Au! Ein Ast hat mich am Kopf getroffen. Halt dich an mir fest und lass den Burschen nicht fallen. Wir sind gleich in Sicherheit. Ich kann nichts mehr sehen, Jan. Halt dich nur fest. Ich bring uns zum Silbervogel. Die Bäume sind zwar schnell, aber sie können zum Glück nicht fliegen. Nur knapp entkommen Jan und Laura mit den beiden Eingeborenen den peitschenden Ästen und messerscharfen Pfeilblättern und gelangen sicher an Bord des Silbervogels. In der Zentrale erwartet sie die nächste böse Überraschung. Was sagen Sie, Professor? Zweistein hat sich über Funk gemeldet? Ja, Jan. Vor ein paar Minuten. Ich lasse Ihnen von Mimo den Text seiner Botschaft abspielen. Er hat ihn aufgezeichnet. Mimo? Bin schon dabei, Professor. Wissen Sie, von wo der Spruch gesendet wurde? Natürlich nicht. Zweistein wird sich hüten, sein Versteck zu verraten. Aber er muss auf diesem Planeten sein.
Wie geht es Ihnen, Laura? Ich kann Gott sei Dank wieder sehen. Wahrscheinlich enthalten die Äste ein Nervengift, das aber nicht lange wirkt. Mir tut nur noch der Kopf höllisch weh. Wir müssen jetzt schnellstens die beiden Eingeborenen zum Reden bringen. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen. Sie scheinen furchtbare Angst zu haben. Sie sitzen da und schweigen. Hier ist die Aufzeichnung. Seien Sie mir gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich glaubte schon, dass Sie mich enttäuschen und gar nicht mehr kommen wollten. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben, Ihnen einen würdigen Empfang zu bereiten. Dieser Teufel. Es würde mich nicht wundern, wenn er hinter... Psst, still, Jan! Ich muss schon sagen, Sie haben sich ganz schön verspätet, Professor, Jan, Laura. Ach ja, und unser tapferer General Forbes. Hatten Sie etwa Ärger mit Ihrem famosen Bordcomputer? Wie nannten Sie ihn doch gleich? Mimose? Was machst du denn jetzt, Mimo? Warum unterbrichst du? Mimose. Ihr beleidigt mich, Professor. Ich weigere mich, mir das noch einmal anzuhören. Mimo, auf der Stelle spielst du die Aufzeichnung weiter vor. Nein, ich will nicht. Mimo, mir zuliebe. Also das ist doch der Gipfel. Wenn ich eine Laserpistole hätte, würde ich dich wegen Befehlsverweigerung zu Schrott schießen, Mimo. Du bist ein Grobian-General. Aber wenn Laura mich so nett bittet, bitte schön, liebste Laura. Also machen wir es kurz. Sie sind mir lästig, das wissen Sie. Und ich habe die Zeit, die ich vor Ihnen hier landete, dazu genutzt, um eine Falle zu stellen, aus der Sie ganz bestimmt nicht wieder entkommen. Bevor ich ankam, war der Dschungel so friedlich wie ein Lamm. Ich habe mir erlaubt, das zu ändern. Wie? Indem ich verschiedene Bodenbakterien mit einem von mir entwickelten Serum behandelte. Sie vermehrten sich rasend schnell und wieder in den Boden gesetzt, drangen sie durch die Wurzeln in die Bäume ein und machten sie aggressiv. Sie werden Sie und Ihr schönes Schiff vernichten. Ist das möglich, Professor? Wenn die Pflanzen eine gewisse Intelligenz besitzen... Unter Umständen ja. Aber Zweistein ist noch nicht fertig. Hören Sie weiter zu. Ja, wenn Sie nun auf den Gedanken kommen, sich Ihrem Ende durch einen schnellen Start zu entziehen, vergessen Sie das. Während Sie mich hören, hat sich schon mikroskopisch kleiner Blütenstaub in Ihren Ansaugdüsen festgesetzt und wird von dort bis in die Antriebskammern vordringen. Prüfen Sie das ruhig nach. Ich werde mich wieder nach Ihrem werten Befinden erkundigen. Noch rechtzeitig, bevor Sie tot sind. Inzwischen werde ich in aller Ruhe nach dem Stein der Macht suchen. Das war alles. Das reicht wohl auch. Wir haben die Antriebskammern durch Mimo überprüfen lassen, Jan. Es ist so, wie der Wahnsinnige sagte. Wir sitzen hier fest. Die Ansaugdüsen sind vollkommen verstopft, die Kammern blockiert. Wenn wir zu starten versuchen, riskieren wir, dass uns der Silbervogel um die Ohren fliegt. Das darf doch nicht wahr sein. Sehen Sie nur auf den Bildschirm. Der Dschungel rückt wie eine grüne Wand näher. Das sind Tausende von Riesenbäumen. Sie greifen uns mit ihren Zweigen an und pulvern uns mit Blütenstaub ein. Nicht nur mit Blütenstaub, Laura. Auch mit winzigen Samenkapseln, die durch die Düsenöffnungen ins Schiff eindringen. Ich sagte ja immer, wir brauchen Bordkanonen. Damit würden wir diesem Urwald schon einheizen. Aber auf mich hört ja keiner. Der Dschungel ist intelligent, General. Ich bin mir jetzt vollkommen sicher. Und alles, was die Bäume tun, geschieht nach einem genau ausgeklügelten Plan. Sie meinen, Professor, diese Gewächse können denken? Wir wissen längst, dass es unter Pflanzen eine Art telepathische Verständigung geben kann. Und, Jan, Pflanzen können wie Menschen fühlen, vielleicht sogar noch intensiver. Professor, dann könnten die Bäume mit einer richtigen Armee verglichen werden, mit Offizieren, einfachen Soldaten, Kurieren und... Dieser Gedanke ist einfach unglaublich. Zugegeben, Jan, aber Sie haben Zweistein gehört. Der Dschungel dieser Welt war friedlich, bevor er kam. Dieses Chaos ist sein Werk. Diese intelligenten Pflanzen... Hören Sie auf!
Wir müssen jetzt etwas tun. Während wir reden und reden, wachsen uns diese Pflanzen regelrecht über den Kopf, nämlich über den Silbervogel. Sie werden ihn überwuchern. Das wird unser Ende sein. Ruhig, Laura. Noch ist nichts verloren. Still. Die beiden Eingeborenen, sie flüstern miteinander. Sie scheinen sich zu beraten. Ich verstehe kein Wort. Holen Sie den Logiktransformer, Laura. Er wird uns übersetzen, was Sie sagen. Kopas scheint ein Name zu sein. Ich hole das Gerät, Professor. Hier ist der Transformer, Professor. Gut, Laura. Gleich werden wir Sie verstehen. Fliehen, Kopas! Nicht fliehen, Ulftu! Der runde Gott lässt uns nicht frei. Und wenn er es täte, würden die großen Brüder uns töten, wie sie es fast schon getan haben. Es funktioniert. Mit dem runden Gott müssen Sie den Silbervogel meinen. Richtig. Aber was oder wer sind die großen Brüder? Die beiden können damit nur die Bäume meinen, Jan, vor denen Sie und Laura sie gerettet haben. Und die uns den Garaus machen werden, wenn wir nichts unternehmen. Hören Sie, wie sich das Schaben verändert hat. Es klingt jetzt lauter und heller, als ob schon Pflanzen im Schiff wären. Ich sehe mal nach. Wenn ich nur ein paar anständige Waffen hätte, dann wäre das Problem längst erledigt. Wir sollten ihn nicht allein gehen lassen, Jan. Wenn der General etwas Gefährliches sieht, ist er schneller wieder da, als du denkst, Laura. Sieh, die Eingeborenen haben gemerkt, dass wir sie verstehen. Dann rede mit ihnen, Jan. Der Logiktransformer übersetzt schließlich auch unsere Sprache für sie. Aber vorsichtig, Jan. Ein falsches Wort könnte alles verderben. Die beiden sind für uns die Einzigen, die uns vielleicht sagen können, wie wir gegen diese aggressiven Pflanzen vorgehen können. Und Zweistein, aber der sagt es uns bestimmt nicht. Kopas und Ulftu, ich weiß, dass ihr mich verstehen könnt. Habt keine Angst. Sie zittern wie Espenlaub. Ich bin Jan. Ich bin euer Freund. Ihr müsst Vertrauen haben. Wir sind in der gleichen Gefahr wie ihr. Also müssen wir uns verständigen. Freund? Ja, du bist Kopas, nicht wahr? Gibt es noch mehr von euch? Es gibt viele Stämme der Pflanzenkinder. Aber jetzt ist die Königspflanze geboren und sie hat den großen Brüdern den Krieg gegen uns befohlen. Die Pflanzenkinder sollen alle sterben. Wir wollten von einem anderen Stamm Hilfe holen, aber da... Oh! General Forbett! Ausgerechnet jetzt muss er hier hereinplatzen, wo ich gerade Kopas Vertrauen gewonnen hatte. Halten Sie den Mund, Jan! Es sind Pflanzen hinter mir her, Tausende! Sie sind überall im Schiff! Und sie wachsen in Windeseile! Sie dringen hinter dem General in die Zentrale ein und bewegen sich auf ihren Wurzeln und Ästen wie auf Spinnenbeinen. Komm her, Laura. Sie auch, Professor, General. Hier sind ein paar Feuerlöscher. Wir müssen versuchen, sie uns damit vom Leib zu halten. Hierher, hinter das Kommandopult. Bringen Sie die Eingeborenen mit, Jan. Reden Sie nicht, sprühen Sie! Mir platzen gleich die Trommelfälle. Ich halte diesen Lärm nicht aus. Wir müssen die Pflanzen aus der Zentrale treiben und das Eingangsschott verschließen. Dann können sie nicht mehr herein. Sie weichen vor dem Feuerlöschschaum zurück. Sie vertragen ihn nicht. Helfen Sie mir, General. Sobald Sie alle wieder draußen sind, verriegeln wir die Zentrale. Es werden immer mehr. Sie werden das Schott eindrücken. Bis dahin muss uns etwas eingefallen sein. So, hier noch. Die Pflanzen sind draußen. Schnell, das Schott. Ach, das wäre geschafft. Aber lange rettet uns das nicht. Kopas hat etwas von einer Königspflanze gesagt. Sie muss der Oberbefehlshaber der Dschungelarmee sein. Das heißt, wenn wir sie finden und ausschalten könnten, dann... Oberbefehlshaber von Bäumen und Sträuchern, das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe, Jan. Aber es passt haargenau zu dem, was der Professor schon vermutete. Die Pflanzen hier an Bord müssen unglaublich schnell aus den Samenkapseln gekeimt und gewachsen sein, die durch die Düsenöffnungen ins Schiff gelangten. Ein teuflischer Plan, den Zweistein ausgeheckt hat. Wenn sie so weiter wachsen, sprengen sie den Silbervogel auseinander. Wir sind machtlos. Es sei denn... Ich empfange einen Funkspruch.
Von Zweistein. Lass uns hören. Sofort. So, Sie haben erkannt, dass Sie machtlos sind, Mr. Tanner. Oh, ich höre wie immer alles. Die Eingeborenen werden Ihnen auch nicht helfen können. Wie ich ankündigte, habe ich mich noch einmal gemeldet, um Ihnen mein tiefes Mitgefühl zu zeigen. Denn Sie werden bald sterben. Sie können sich nicht mehr lange verteidigen. Die eingedrungenen Pflanzen werden Ihr schönes Schiff sprengen. Die telepathischen Befehlsimpulse der Königspflanze, die ich aus einem einfachen Baum gezüchtet habe, peitschen Sie vorwärts. Sie Verbrecher! Und nun, leben Sie wohl, oder besser, sterben Sie wohl, liebe Freunde. Sie hindern Zweistein nicht mehr daran, mit dem Stein der Macht das Universum zu erobern. Das war alles. Aber diesmal habe ich feststellen können, von wo der Funkspruch gesendet wurde. Danach ist Zweisteins Versteck irgendwo auf der anderen Lichtung. Und ich weiß jetzt, was wir tun müssen. Zweistein kann hören, was wir laut besprechen. Also müssen wir aufschreiben, was wir planen. Hier ist ein Blatt Papier. Was ist das denn? Es kommt über die Außenmikrofone des Schiffes. Es hört sich an, als würden die... Als würden die Pflanzen singen. Also, Professor, ich bin nicht mehr bereit, mir so einen Unsinn noch länger anzuhören. Da! Kopas ist aufgesprungen. Der Kampfgesang der großen Brüder. Jetzt ist die Königspflanze erschienen. Da, auf dem Bildschirm. Ein riesiger Baum, doppelt so groß wie alle anderen. Er marschiert auf den Silbervogel zu. Die anderen machen ihm den Weg frei. Unglaublich. Sein Stamm ist oben verdickt. Es sieht fast aus, als gäbe es dort ein Gesicht mit Augen und einem Mund. Das können auch Astlöcher sein. Aber verlieren wir jetzt keine Zeit mehr. Schauen Sie her! Hastig schreibt Jan Tenner den Gefährten auf, was er vorhat. Dieser fantastische Vorschlag lässt alle erstarren. Doch als die Zentralluke dem Ansturm der eindringenden Gewächse kaum noch standhalten kann, bleibt ihnen keine andere Wahl, als auf Jans Plan einzugehen. In verzweifelter Hast werden die notwendigen Vorbereitungen getroffen. Professor Futura und Jan bleiben an Bord des Raumschiffes zurück, während Laura und General Forbet sich mit Feuerlöschern einen Weg zur einzigen noch freien Luke im oberen Teil des Silbervogels erkämpfen. Auch dem General ist inzwischen das Flugserum injiziert worden. Beide fliegen hoch über den tobenden Dschungel. Wenn das nur gut geht, Laura. Ich komme mir vor wie auf einem wankenden Schiff. Stellen Sie sich nicht so an, General. Sie gewöhnen sich schnell dran. Fliegen Sie nur immer hinter mir her. Wir haben gleich die Lichtung erreicht, wo Zweistein sich versteckt. Dann landen wir und versuchen, ihn zu überrumpeln. Er kann ja nicht wissen, was Jan plant. Einen Plan nennen Sie das? Es ist reiner Selbstmord, sich durch ein Serum des Professors in eine Pflanze verwandeln zu lassen. Nicht nur in eine Pflanze, sondern in einen riesen Baum, der es mit der Königspflanze aufnehmen kann. Wenn er sie besiegt, muss der Dschungel ihm gehorchen. So wie er jetzt der Königspflanze gehorcht. Man kann doch nicht einen Menschen in eine Pflanze verwandeln. Jan ist durch ein Serum schon einmal zu einer Riesenspinne geworden. Warum nicht auch zu einer Pflanze? Seine Körperzellen werden umgewandelt und wuchern so stark, dass ein Riesenwachstum erfolgt. Jan wird die Königspflanze besiegen. Und wir beide, General... Wir nehmen uns Zweistein vor. In Ordnung, Laura. Ich werde versuchen, nicht an Jans Wahnsinnsplan zu denken. Sonst werde ich ganz bestimmt verrückt. Behalten Sie einen klaren Kopf. Da, die Lichtung mit den Ruinen. Wir fliegen hin und landen am Rand. Nichts von Zweisteins Raumschiff zu sehen, wie wir erwartet haben. Und ich sehe auch nichts zwischen den Bäumen blitzen. Aber Zweistein hat eine Vorliebe für unterirdische Verstecke. Er könnte mit einer Bordkanone ein großes Loch in den Boden gebrannt haben. Falls sein Schiff eine Kanone besitzt, ja. Dann würde es auf dem Grund des Loches oder Schachtes stehen und die Pflanzen, die ihm gehorchen, könnten die uralten Trümmer wieder darüber geschoben haben. Das klingt unglaublich, aber es wäre eine Möglichkeit. Wir landen da vorne, zwischen den Mauerresten.
Zweistein uns bis jetzt nicht entdeckt hat, haben wir eine echte Chance. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Diese Fliegerei. Nein, ich muss sagen, Sie sind mutig, Laura. Allmählich verstehe ich, dass Jan so viel von Ihnen hält. War das ein Kompliment, General? Aber kommen Sie, wir müssen nach Spuren suchen. Wo Trümmer verschoben wurden, müssen Moos und Gras, die auf ihnen wachsen, zerquetscht und abgerissen sein. Kommen Sie, ich glaube, da vorne ist was. In der Mitte der Ruinenlichtung? Ja, ich sehe es auch. Die Trümmerbrocken sind zu Halden aufgeschichtet, die bestimmt nicht natürlich entstanden sind. Vorsichtig! Zweistein könnte winzige Kameras und Mikrofone an der Oberfläche versteckt haben. Das bezweifle ich. Denn sonst hätte er uns doch längst angegriffen. Vielleicht kann er das nicht, wenn er unter vielen Kubikmetern Gestein sitzt. Haben Sie das gehört, Laura? Es klang, als würden Steine bewegt. Da! Die Halde hebt sich! Und... Zurück, General! Die Trümmer verschieben sich! Schnell! In die Luft, General! Ich kann nicht! Etwas hält meine Füße fest! Das sind Wurzeln! Sie legen sich um unsere Beine und ziehen uns in die Trümmer hinein! Ein Schacht tut sich auf! Ich stürze! Eine Falle! Dann hat Zweistein uns doch entdeckt! Sehen Sie! Das Raumschiff! Wo die Trümmer sich teilen, dort steht es! Die Trümmer bewegen sich nicht mehr. Oh, verdammt, das hat mir gereicht. Ich habe mir das Knie aufgeschlagen und den Fuß verstaucht. Ach, hören Sie auf zu jammern. Sehen Sie dort, da, in der Luke steht Zweistein mit einer Pistole. Und ich werde sie benutzen, falls Sie Dummheiten machen. Natürlich habe ich Sie erwartet, beste Laura. Wenn ich auch glaubte, dass Sie mit Jan kommen würden. Nun. Auch ein Genie irrt sich einmal. Aber nur einmal. Ihr Freund Jan versucht also, die Königspflanze zu besiegen. Diesen Kampf, den er verlieren wird, wollen wir uns doch nicht entgehen lassen, nicht wahr? Sie Teufel! Befehlen Sie Ihren Pflanzen, dass sie unsere Beine loslassen? Aber gewiss doch, General. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ich brauche alles, was ich will. Nur konzentriert zu denken. Und schon tun sie es. Sie vermuteten ganz richtig. Die Bäume dieses Dschungels und alle anderen Pflanzen bilden eine einzige große Gemeinschaftsintelligenz und können sich telepathisch unterhalten. Sie können auch unsere Gedanken lesen. Aber nur mir gehorchen sie. Tatsächlich. Die Wurzeln lassen los, sie ziehen sich zurück. Natürlich. Sie tun, was ich will, weil sie von mir abhängig sind. Aber jetzt werden wir uns gemeinsam Jans Niederlage ansehen, bevor ich sie erschieße. Ja, so ist nun einmal die Welt grausam, grausam. Vorwärts ins Schiff! Eine falsche Bewegung! Und meine Strahlpistole... Geht schon jetzt los! Noch haben Sie nicht gewonnen, Zweistein. Und den Stein der Macht haben Sie auch nicht gefunden, sonst wären Sie nicht mehr hier. So meinen Sie. Ich sage es nur noch einmal. Ins Schiff oder ich... Tun wir, was er sagt, General. Brav, Laura. Sehr brav. Nehmen Sie Platz, Laura. General, dort in den beiden Schwenksesseln. Sie sehen, das Raumschiff verfügt über supermoderne Einrichtungen. Sie können mich nicht beeindrucken, Zweistein. Was ist nun mit Tenner? Oh, oh, oh. Oh, ja, ja, natürlich. Sie wollen ja zusehen, wie er von der Königspflanze besiegt wird. Ich will Ihre Geduld nicht noch länger strapazieren. Passen Sie auf. Ich schalte den Bildschirm ein. Aber rühren Sie sich nicht vom Fleck. Sehen Sie, General, auf dem Bildschirm. Der Silbervogel, die belagernden Bäume. Sie bilden eine Art Arena. Und da ist die Königspflanze. Ich sehe zwei. Sie bewegen sich auf ihren Wurzeln aufeinander zu. Wir haben also noch nichts versäumt, wie Sie sehen. Welche von den Pflanzen ist denn Jan? Och, Sie erkennen Ihren besten Freund nicht, werte Laura. Sehen Sie doch genau hin. Verdammt, einer der Riesenbäume sieht wirklich fast aus wie Jan. Ich meine dieses Gesicht aus Astlöchern und verdickter Rinde am oberen Ende des Stammes.
Es hat Ähnlichkeit mit Jan. Er ist es, General. Ich gebe der richtigen Königspflanze jetzt den Befehl zum Angriff. Passen Sie gut auf, was jetzt geschieht. Sie sind der Teufel, Zweistein. Und das dort ist eine Mörderpflanze. Glauben Sie, beste Laura? Nun, ein paar Eingeborene, die ich bei meiner Landung gefangen nahm, brachten mich auf diese Idee. Eingeborene? Ja. Diese abergläubischen Wesen erzählten mir, es würde einmal eine Königspflanze wachsen und den Dschungel zum Kampf gegen sie aufrufen. Da habe ich eben etwas nachgeholfen und mit einem Serum eine solche Königspflanze geschaffen. Aber ist sie nichts weiter als ein überzüchteter Baum. Ich will nichts mehr von Ihren Heldentaten hören, Zweistein. Laura, sehen Sie! Der Kampf beginnt! Oh nein! Die beiden Riesenbäume, ich meine Jan und die Pflanze, greifen sich an. Sie schlagen mit den biegsamen Ästen aufeinander ein und treten mit den Wurzeln. Das ist einfach unglaublich. Jan ist getroffen worden. Er schwankt. Immerhin hat er sich schon erstaunlich lange auf den Beinen gehalten. Pardon. Auf den Wurzeln natürlich. Wenn der Professor ihm nur helfen könnte. Futura hat genug mit sich selbst zu tun. Die Pflanzen im Schiff wachsen so schnell, dass sie ihren Silbervogel sprengen werden wie einen Ballon, in den man zu viel Luft bläst. Ich breche Ihnen alle Knochen, Zweistein. Ich bleibe Sie sitzen. Das war die letzte Warnung. Beim nächsten Mal schieße ich nicht mehr vorbei. Jan stürzt. Er liegt am Boden. Die Königspflanze beugt sich über ihn. Ihre Wurzeln bohren sich in seine Rinde. Er ist... Schauen Sie nicht hin, Laura. Es hat keinen Sinn mehr. Sehen Sie ein, General, dass Zweistein Ihnen überlegen ist. Sie sind Zeuge meines Triumphes. Aber Zweistein ist nicht der Unmensch, den Sie in ihm sehen. Schlagen Sie sich auf meine Seite, General Laura. Helfen Sie mir bei der Eroberung des Universums. Und ich schenke Ihnen das Leben. Nein, Zweistein. Sie haben sich zu früh gefreut. Jan hat die Königspflanze mit seinen Wurzeln zu Fall gebracht. Er ist jetzt über ihr. Er gewinnt! Was? Nein! Das kann doch nicht sein! Ich befehle! Jetzt, General! Zweistein ist wie gelähmt! Überwältigen Sie ihn! Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen! Was? Lassen Sie mich los, General! Ich werde... Sie werden gar nichts mehr tun, wenn ich mit Ihnen erst fertig bin! Schnell, Laura! Hier, nehmen Sie den Strahler! Das werden Sie bitter bereuen! Niemand darf es wagen, sich gegen Zweistein zu erheben. Niemand! Ich habe die Waffe. Nehmen Sie die Hände hoch, Zweistein. Befehlen Sie Ihrer Königspflanze, dass sie von Jan ablässt. Nicht mehr nötig, Laura. Jan hat sie besiegt. Er richtet sich auf und schwankt auf den Silbervogel zu. Und die anderen Pflanzen ziehen sich vom Schiff zurück. Jan stützt sich mit seinen Ästen auf die Stahlhülle, aber er scheint noch die Kraft zu haben, dem Dschungel Befehle zu geben. Das nützt Ihnen gar nichts. Die Pflanzen im Innern des Silbervogels haben inzwischen ganze Arbeit geleistet. Auch wenn Tanner ihnen befiehlt, das Schiff zu verlassen, sind die angerichteten Schäden nicht zu reparieren. Sie haben mich zwar überrumpelt, aber auch Sie kommen jetzt nie mehr von hier fort. Das werden wir sehen. Stehen Sie auf, Zweistein. Sie werden uns zum Silbervogel begleiten. Lassen Sie mich endlich los! Tun Sie es, General. Ich habe den Strahler auf ihn gerichtet. Er wird es nicht wagen zu fliehen. Na gut. Vorwärts, Zweistein! Was ist das? Er hat sich eine Kapsel aus der Tasche gerissen und sich ein Serum gespritzt. Er wird unsichtbar. Er verschwindet durch die Wand. Sie glaubten wieder einmal, Zweistein fangen zu können. Aber ich werde es sein, der am Ende triumphiert. Auch ich habe ein Serum, das mich unsichtbar macht und mit dem ich jede Materie durchdringen kann. Ich verabschiede mich jetzt, aber hören Sie, meine Freunde. Dieses Raumschiff besitzt eine Selbstzerstörungsautomatik. Ich habe sie aktiviert. In einer halben Stunde explodiert es. Ich werde dann in Sicherheit sein. Leben Sie wohl, General. Laura. Ach, er blufft doch nur. Eine Sirene. Ich will es nicht darauf ankommen lassen, General.
Schnell, wir verschwinden. Zum Silbervogel. So schnell das Flugserum es zulässt, fliegen Laura und General Forbe zu ihrem Raumschiff zurück. Erleichtert sehen sie, dass Jan Tenner sich gerade wieder zurückverwandelt. Doch er ist geschwächt. Sie helfen ihm ins Schiff, aus dem durch viele geöffnete Luken die Pflanzen ins Freie drängen. Die Freunde finden Professor Futura unversehrt in der Zentrale. Eilig berichten Laura und General Forbet. Einige Stunden später. Das war ein Albtraum. Jans schrecklicher Kampf. Die Pflanzen im Silbervogel, die immer schneller wuchsen. Und dann die gewaltige Explosion von Zweisteins Raumschiff. Immerhin konnten Laura und ich aus ihm noch die Teile holen, die wir brauchten, um die von den Pflanzen zerstörten Teile im Silbervogel zu ersetzen. Es ging wirklich um Sekunden. Hätte Zweistein die Selbstzerstörungsautomatik kürzer eingestellt, hätten wir nie wieder in den Weltraum starten können. Trotzdem ist er uns wieder entwischt. Wahrscheinlich in einem kleinen Beiboot des zerstörten Raumschiffs. Aber ohne den Stein der Macht, Laura. Denn er täuschte sich genauso wie wir, als er glaubte, dies sei der Planet der tausend Wunder. Jedenfalls war es Glück, dass Laura und ich die beiden Eingeborenen entdeckten und retten konnten. Und es ist ein noch größeres Glück, dass ihr Stamm, wie die meisten anderen Stämme, den von Zweistein inszenierten Amoklauf der Pflanzen überlebten. Aber was ist geschehen, während ich unter der Wirkung ihrer Heilseren schlief, Professor? Wo sind die Eingeborenen? Ich brachte Koppers und Ulftu zu ihrem Stamm zurück, als der Dschungel sich wieder beruhigt hatte. Ja, der Dschungel. Ich erinnere mich. In meiner Verwandlung konnte ich spüren, dass alle Pflanzen dieser Welt eine einzige große Gemeinschaft bildeten. Jede stand mit jeder in telepathischem Kontakt, aber die Königspflanze beherrschte sie alle. Als ich die dann besiegte, gehorchte der Dschungel mir. Ich befahl ihm, sich zurückzuziehen und nicht mehr anzugreifen. Das dachte ich mir. Als der Dschungel wieder friedlich war, konnte ich in aller Eile Bakterienstämme züchten, die Zweisteinsbakterien bekämpften und abtöteten. Koppers und Ulftu brachte ich, wie gesagt, zu ihrem Stamm. Und aus Dankbarkeit für die Rettung gab ihr Häuptling mir das hier. Ein Buch? Es sieht uralt aus. Ein Sternenatlas, Jan. Ein Sternenatlas? Ja. Vor langer Zeit landeten fremde Raumfahrer auf diesem Planeten und erbauten die Städte, deren Ruinen wir gesehen haben. Doch eine Krankheit raffte sie dahin. Das Buch aber wurde von den Eingeborenen gefunden und als Heiligtum verehrt. Es enthält, Sie werden es kaum glauben, Jan, die genaue Positionsangabe der Welt der tausend Wunder. Es ist der Planet der dritten jener Sonnen, auf die die Luraner uns hinwiesen. Dann müssen wir sofort starten. Zweistein besitzt diese neue Information zwar nicht, aber er ist ein Teufel, dem selbst das Unmöglichste zuzutrauen ist. Wir haben es doch gerade wieder erfahren müssen. Da muss ich Ihnen recht geben, General. Und außerdem, hier gibt es nichts mehr für uns zu tun. Mimo, können wir starten? Aber natürlich, Professor. Alle Ersatzteile fügen sich nahtlos in meine Computerschaltkreise ein. Die Düsen und Antriebskammern sind auch wieder frei. Dann verlieren wir keine Zeit mehr, jetzt wo wir wissen, wo der Stein der Macht verborgen ist. Und wenn wir Glück haben, ist die Erde in wenigen Tagen wieder frei. Der Silbervogel hebt ab. Da! Der Dschungel singt wieder. Es klingt wie ein letzter Gruß an uns. Das ist es auch, Laura. Und merkst du, wie dankbar der Gesang sich anhört? Ich würde sagen, die Bäume bringen Laura ein Ständchen. Was ist denn das? Dieses grässliche Gekrächze kommt aus dem Schiff? Ich darf doch sehr bitten, ich bringe Laura auch ein Ständchen. Und ich finde es sehr schön. Oh, lass nur, Mimo. Die Männer verstehen eben nichts von Musik. Aber ich finde es auch sehr schön. Wirklich, Mimo. Mit einem klaren Ziel vor Augen starten Jan Tenner und seine Freunde. Sie wissen, dass der verzweifelte Wettlauf mit der Zeit nur gewonnen werden kann, wenn Zweistein ihnen nicht noch einmal zuvorkommt. Mimo beschleunigt den Silbervogel auf Hypergeschwindigkeit. Und schon nach kurzer Zeit landen sie endlich auf dem Planeten der tausend Wunder.